Hallo und herzlich willkommen hier bei uns am Blechhof in Korschenbruch. Mein Name ist Michael Zgoll und ich gebe euch heute einen kurzen Überblick über das Thema Webex Hologram. Ihr wisst, Videokonferenz ist etwas, was uns jeden Tag begleitet und wir alle arbeiten daran, das hybride Erleben so perfekt wie möglich zu machen. Wir selber als Firma Zgoll, wir glauben nicht daran, dass wir uns in Zukunft alle nur noch immer als Avatare treffen. Wir glauben, es geht darum, dass Menschen einander begegnen. Im Idealfall in einem Raum. Heute täglich per Videokonferenz, in Zukunft vielleicht auch in der Mixed Reality bzw. in Augmented Reality. Und genau das machen wir heute mit euch. Webex hat vor, ich glaube vor 2 Jahren, Webex Hologram vorgestellt und so langsam werden die ersten Einheiten ausgerollt. Webex Hologram bedeutet, ihr macht eine Videokonferenz, ihr mischt aber virtuelle Inhalte mit rein. Und genau das werden wir heute einmal gemeinsam machen. Ich nutze dafür die Microsoft HoloLens. Man kann verschiedene Produkte dafür entsprechend nutzen. Einladung steht ja, zu uns auch an den Blechhof zu kommen, um unsere eigene Mixed Reality Applikation auszuprobieren. Aber heute machen wir Webex Holo mit der HoloLens von Microsoft. Ich nutze dafür die drahtlose Miracast-Funktion. Ich teile also meine Bildinhalte drahtlos ans Videosystem und das bedeutet genau 2 Dinge. Erstens, ich muss den Kopf stillhalten, damit ihr nicht sick krank werdet. Zweitens, klar, Funkverbindung, da ist eventuell mal ein Aussetzer drin, das bitte ich dann zu entschuldigen. Los geht's. So, die Holo war vorhin schon an. Ich hatte mir Webex Hologram als App auf die HoloLens entsprechend hier runtergeladen. Ich hatte mich auf der Webex Holo mit meinem eigenen Webex-Account registriert und wie ihr schon sehen könnt, wartet das Meeting hier jetzt auf mich. Ich gehe einfach nur hin. Ihr seht, ne, meine Hand, wie ihr das vielleicht von der HoloLens kennt, ne, zeigt auch diesen Pfeil an, mit dem ich entsprechend Menüelemente auswählen kann. Ich selber nehme jetzt meinen Finger und gehe auf Join Meeting. Das System fragt mich jetzt, wer bist du? Bist du derjenige, der präsentiert? Sitzt du also vor einer echten Webex Holo Device, vor einem Gerät mit diversen Kameras, was die 3D-Aufnahmen macht? Nein, das habe ich selber hier noch nicht. Meiner Kenntnis nach gibt es das aktuell nur bei Cisco in den USA und bei ausgewählten Kunden, vor allen Dingen aus der Forschung. Ich bin also die Remote Location, die nur mit der HoloLens arbeitet und ohne eigene Hardware. Also zusätzlich zur HoloLens. Das, was ihr jetzt seht, ist im Prinzip der Würfel, den ich nutzen kann, um meinen Counterpart, mein Gegenüber in meinem Meetingraum zu platzieren. Das mache ich jetzt mal und platziere ihn ein Stückchen weiter, auch wenn ich mich dann gleich recken muss, und hole mir den Tim Hyde von Cisco mit dazu, der mich bei der Holo-Demo entsprechend unterstützt. Der Call wird entsprechend aufgebaut und jetzt könnt ihr schon sehen, Tim sitzt auf der Gegenstelle, beziehungsweise jetzt auch hier bei mir im Konferenzraum. Hi Tim, good to see you. Thank you for so much for your support. Guten Tag, Michael. Guten Tag. Genau. Tim sitzt bei Cisco. Er sitzt tatsächlich vor einem Cisco Webex Holo Device. Er nutzt ebenfalls die HoloLens. Das Holo-Device filmt ihn entsprechend ab, damit er bei mir als Hologramm mit im Raum sitzt. Und dadurch, dass er die HoloLens trägt, kann er gleich genauso die virtuellen Inhalte sehen, wie ich die selber sehe. Tim sieht mich zur Erklärung jetzt gerade nicht so frontal, wie das hier aussieht. Ich habe kein Holo-Device. Das heißt also, Tim hat eine Audioverbindung mit mir und ich habe seitlich noch ein zweites Videosystem, über das er in den Raum reinschauen kann. Aber ohne eigene Hardware sieht er mich gerade nicht als Hologramm. Der Idealfall wäre also, werden 2 von den Systemen, eines auf der Remote Location, eines auf meiner Location, haben wir nicht, reicht aber für den Eindruck heute, weil ihr erlebt genau das, was wir ja einmal zeigen wollen. Hey Tim, would you like to share some items with me to show the 3D-Effekt? Yes, at this moment in time I'm sharing a nice yellow car with you. Can you see that? There it is. Thank you so much. That's really a nice car. It's an American car, isn't it? Ford Mustang. Yeah, Ford Mustang. Yeah. If you like Formula One, I'll give you McLaren. Give me just a second. I have to put the yellow car away. And there it is. Yeah, and that's the branded Formula One car with the Webex logo. Correct.
Na, was Sie sehen könnt, ist, er hat an der Gegenstelle ein 3D-Objekt ausgewählt, was er uns entsprechend hier rübergibt. Und wir können gemeinsam interagieren an diesem Element. Das heißt, wenn ich das Element drehe oder genauso auch entsprechend vergrößere, dann passiert das genauso für ihn auf der Gegenseite, sodass wir gemeinsam über ein Werkstück sprechen können. Das Gleiche funktioniert natürlich auch sehr gut in der Mischung, zum Beispiel mit echter Hardware. So you also have some real components, so not virtual components, but yes, that's it. We already Yeah, thank you so much. Yeah. Wir hatten die Diskussion gerade eben schon. Ich wünschte mir auch einen Kaffee und er kann mir den natürlich hervorragend drüber geben, aber ich kann ihn nicht trinken. Aber zum Beispiel, wenn wir über solche Dinge sprechen würden, wie echte Werkstücke oder ähnliches, sind auch die natürlich dreidimensional und ich kann mir einen echten Eindruck davon machen. Im Gegensatz zu dem virtuellen Element, was ich nehmen kann und selber bearbeiten kann, kann ich das reale Element natürlich nicht in die Hand nehmen und bearbeiten, aber ich bekomme trotzdem, Moment, I have to put the car away, give me just a second. Ich kann das natürlich nicht in die Hand nehmen, aber ich kann natürlich selber drumherum schauen und meinen Blickwinkel entsprechend ändern, um den besten Blick auf das System entsprechend zu haben. Na, für unseren Einsatzzweck, ich meine, wir machen viel mit Architektur. Do you have this floor plan of the booth for me? Can you show this floor plan? Yes. No problem. Na, wir arbeiten ja viel mit 3D-Plänen und Ähnlichem und natürlich ist es gut, wenn ich eine Videokonferenz habe und die anderen sehe und den Plan dann vielleicht parallel auf dem zweiten Monitor habe, wie auf der Panorama. Aber wenn ich den Plan tatsächlich als 3D-Objekt auf den Tisch stellen kann und gemeinsam von allen Winkeln drauf schauen kann, dann sind wir schon wirklich sehr nah daran, gemeinsam über Inhalte zu sprechen, die im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Tisch liegen und die Teil unserer Diskussion sind. So, Mike, you should see the booth now. Not yet. Give me just a second. And yeah, there it is. Okay. I can see it. Und wie in diesem Fall, wenn wir den 3D-Messestand wirklich zwischen uns auf dem Tisch haben, ist das natürlich eine großartige Sache, weil wir ihn natürlich nicht nur drehen können, wie man das vorhin gesehen hat, sondern ich kann auch so, wenn er fest liegt, natürlich einfach durch das Drehen meines Kopfes von jeder Seite draufschauen und mir wirklich ansehen, wie das dann eben auf der Messe später auch wirken wird. Und das ist natürlich eine sehr, sehr coole Geschichte. WebEx Holo, es ist tatsächlich einfach eine coole Nummer. Ne? Natürlich könnte ich jetzt auch mehr Teilnehmer mit reinnehmen, die mit der HoloLens im gleichen Call sind. Und natürlich könnte ich hier auch dann verschiedene Teilnehmer theoretisch an den Tisch setzen. Gedacht ist es vor allen Dingen für ein 1:1 mit dem gemeinsamen Teilen der Inhalte. Wird das jede Videokonferenz betreffen? Nein. Also ich meine, wir können so viel heute mit Videokonferenzen machen, mit 2, 3 Monitoren oder sogar noch mehr davon. Aber gerade solche Dinge sind natürlich brillant, um das dann wirklich in 3D gemeinsam nicht nur zu betrachten, sondern auch zu bearbeiten. Und das ist schon ein echtes Highlight. Was wird dort als nächstes passieren? WebEx entwickelt WebEx Holo entsprechend weiter und die Demos kann man jederzeit buchen. Wir brauchen so circa 10 Tage Vorlauf, um eine solche Demo zu buchen. Kommt gerne zu uns, wir können das hier erleben mit der Unterstützung von Cisco, vom Tim, von seinem Team. Kann man dann eine genau solche Session hier vor Ort erleben. Genauso sind wir natürlich daran, für euch möglichst schnell eine WebEx Holo Device-Einheit auch hier nach Deutschland zu bekommen, dass wir das hier gemeinsam ausprobieren können. Insofern, wie immer, der Besuch am Blecherhof lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt tatsächlich auch mit Mixed Reality. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne den Kanal und wie immer, meldet euch gerne, kommt uns besuchen und dann probieren wir das hier aus. Vielen Dank und bis dahin.